Nein, es wird nicht zu Engpässen in der Versorgung mit Spritzen kommen, wobei natürlich die Anforderungen, die Herausforderungen zurzeit sehr groß ist. Also wir müssen die Spritzen intelligent zuteilen, damit auch das Standardgeschäft weiterhin bedient werden kann. Aber insgesamt ist es uns möglich, das zu stemmen und auch das zu lösen. Ich bin jetzt, wenn Sie vorne die Brücke wechseln, da sind keine Spritzen mit grünem Pulver.